Herzlich willkommen zur ersten Bergzeit im neuen Jahr. Wir machen weiter mit unserem Jahresrückblick und das sind die Themen. Schatzhaus, die Bilder des Monats September. Herbstmarkt beim Erntedankfest in Zwönitz. Und Sparkassenarchiv, die Bilder aus dem Monat Oktober. Glück auf! Wir von ERZTV hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht und wünschen noch einmal alles Gute für 2023. Menschenskinder, schon 2023. Was uns das Jahr bringen wird, steht noch in den Sternen. Wie das alte Jahr war, das wissen wir. Heute frischen wir manches nochmal auf, denn der fünfte Teil unseres Jahresrückblicks ist dran. Los geht's mit Bildern aus dem Monat September. Das Stickereimuseum Eibenstock ist jetzt das Schatzhaus Erzgebirge. Im feierlichen Rahmen wurde am 1. September der neue Name durch Museumsleiterin Antina Richter und Bürgermeister Uwe Stab vorgestellt und begründet. Der bisherige Name Stickereimuseum ließ die vielen Raritäten über die Stickerei hinaus hinter den Mauern des Gebäudes nicht vermuten. Das bekam das Museum durch Rückmeldungen bestätigt. Mit der Umbenennung in Schatzhaus Erzgebirge will man ein breiteres Publikum anlocken. An gleicher Stelle hat das Projekt Frauenorte Sachsen drei Wochen später, am 22. September, eine Gedenktafel für Clara Angermann eingeweiht. Clara Angermann war die Begründerin der Tamburierstickerei in Eibenstock. Lauter Bernsbach vollzog am 3. September die Übergabe der 2020 fertiggestellten Sportanlage an der Ludwig-Jahn-Straße im Ortsteil Lauter. Wegen der Corona-Pandemie konnte der feierliche Akt erst jetzt vollzogen werden. Nachdem beim Erlabrunner Hospizlauf die Aktiven zwei Jahre Corona-bedingt nur individuell ihre Runden drehen konnten, wurde in diesem Jahr das Erzgebirgshospiz Erlabrunn, Haus Menschenwürde, wieder mit einem zentralen Spendenlauf unterstützt. Dem Motto nicht nur laufen, sondern laufend helfen, waren am 11. September 400 Frauen und Männer sowie 170 Kinder gefolgt. Prominenteste Unterstützerin war diesmal die Schauspielerin Theresa Weißbach, die auch das Startband durchtrennte. Wer sind die Gewinner des zweiten Ideenwettbewerbs der Liederregion Zwönitztal-Greifensteine? Das Geheimnis wurde am 15. September innerhalb einer festlichen Prämierung im Saal der Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH gelüftet. Die beiden mit 3.000 und 5.000 Euro am höchsten dotierten Preise gingen nach Amtsberg, zum einen an die Gemeinde und zum anderen an die Erlebnisschmiede Erzgebirge. Einen Tag vor dem Münchner Oktoberfest wurde in Bad Schlema am 16. September das 29. Blasmusikfestival eröffnet. Sachsens Kultusministerin Barbara Klepsch war es, die im Erzgebirge im Beisein von Landrat Rico Anton das Bierfass anstechen durfte. Dass dabei ordentlich Gerstensaft spritzte, versetzte die Gäste im vollen Zelt in beste Stimmung. Bücher lagen am Abend des 17. September im 130 Jahre alten Ratssaal des Scheibenberger Rathauses aus. Dabei handelt es sich um das zu Papier gebrachte Lebenswerk von Bernd Schirmer. Der heute 82 Jahre alte Mann verbrachte seine Kindheit und Jugend in Scheibenberg. In der Reihe Prominente zum Anfassen war er Gast bei Christine Streich. Der Markus-Röhling-Stollen in Frohnau. 20 Monate wurde hier gebaut. Jetzt ist Sachsens beliebtestes Besucherbergwerk wieder geöffnet.
Die erste Führung blieb am 23. September geladenen Gästen und der Presse vorbehalten. Kurz danach konnte jeder mit unter Tage. Für gut 1,5 Millionen Euro wurde durch Neuauffahrung und Nachriss ein besserer Besucherrundweg geschaffen. Ein Zugpferd tut jeder Veranstaltung gut. Beim ersten Lößnitzer Musiktreff in dieser Form war dazu The Goombay Dance Band featuring Ernest Clinton auserkoren. Bei altbekannten und beliebten Songs wie Son of Jamaica, El Dorado oder Seven Tears sprang am 24. September auch auf dem Mume Campus am Lößnitzer Markt der Funke über. Außerdem standen bei der Premierenveranstaltung Rock Erz aus Annaberg-Buchholz, die Rockband DGX sowie Freeline aus Lößnitz auf der Bühne. Ein Festumzug markierte am 25. September in Niederwürschnitz den Abschluss für eine Zeit, in der 575 Jahre Ortsgeschichte bereits gefeiert wurden. Das Besondere daran, vor allem die Vereine, Kirchen, Privatinitiativen und Gewerbetreibenden des Ortes haben sich für die Verwirklichung der Programmpunkte engagiert. Die Gemeindeverwaltung hat nach Kräften unterstützt. Es ist kein historischer Festumzug. Die Niederwürschnitzer haben gezeigt, was ihnen ihr Ort bedeutet. Erinnert sei an dieser Stelle auch noch an ein Großereignis, das der Erzgebirgskreis im September hatte. Olbernhau war vom 9. bis 11. September Gastgeber für den 6. sächsischen Bergmanns Hütten- und Knappentag. Wenn mal Zeit ist, holen wir vielleicht auch von diesem Ereignis die Bilder wieder vor. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir noch mal gemeinsam Erntedank- und Pferdetag feiern. Natürlich in Zwönitz, wo diese Traditionen ein wirklich gutes Zuhause haben. Die Kirche ist geschmückt, man trifft sich zum Gottesdienst. Tiere sind inmitten des Zwönitzer Stadtzentrums zu finden. Händler bieten die frischen Waren aus dem aktuellen Erntejahr zum Kauf an. Und auf dem Markt wird ein Fass Bier angestochen. Kommt das alles zusammen, ist Erntedank in der Bergstadt Zwönitz. Und für die Ernte kann man 2022 auch wirklich dankbar sein. Denn vielen wird der vergangene Sommer als ein überaus heißer und vor allem trockener Sommer in Erinnerung bleiben. Ein Sommer, der vor allem den Landwirten so einiges abverlangte. Dennoch ist auch im Erzgebirge vieles gewachsen. Hobbygärtner freuen sich über eine reiche Ernte. Auch auf den Feldern sind Früchte gereift, die das nächste Jahr für unseren reich gedeckten Tisch sorgen und unser Vieh mit Futter nähren. Das Erntedankfest darum eine Einladung, Danke zu sagen und sich über die Ernte mit einem Fest zu freuen. Und so nutzten viele Besucher am Wochenende des 24. und 25. September die Möglichkeit, durch die Zwönitzer Innenstadt zu schlendern, tolles Theater und handgemachte Musik zu genießen, einen einzigartigen Umzug zu bestaunen und auf dem Reitplatz in Kühnheide ein großes Schauprogramm zu erleben. Zwönitz feierte Erntedank und Pferdetag. Die von den Kühnheider Frauen festlich geschmückte Trinitatiskirche lud das gesamte Wochenende zum Verweilen ein.
Höhepunkt der Feierlichkeiten, der Festgottesdienst am Sonntagmorgen, dem auch Landrat Rico Anton, Bürgermeister Wolfgang Triebert mit Gattin und die Milchprinzessin Paula Schulze beiwohnten. Auch Pfarrer Michael Tetzner fand Worte des Dankes und rief in Erinnerung, dass wir alle in einem reich beschenkten Land leben und aufgerufen sind, abzugeben. Die Kollekte des Gottesdienstes in Höhe von 1.280 Euro ging in diesem Jahr an die Projekte Brot für die Welt, Satt trotz Dürre im südlichen Sambia und an ein Kinderheim in Sakai, Litauen. Die Erntedankgaben wurden an das Meisterhaus in Annaberg-Buchholz gespendet. Die Einrichtung versorgt unter anderem bedürftige Kinder mit einem warmen Mittagessen. Der traditionelle Fassbieranstich gehört am Sonntag nach der Kirche fest zum Erntedankprogramm. Wie Braumeister Dominik Naumann von der Zwönitzer Brauerei sagte, habe er sich diesmal für sein helles Bier entschieden, das noch relativ neu im Sortiment ist. Der Schirmherr der gesamten Veranstaltung, der neue Landrat des Erzgebirgskreises Rico Anton, hatte die Ehre, das Fass anzustechen. Zwei Schläge reichten und einer zur Sicherheit noch obendrauf. An diesem Gummiwagen mit das schöne Schild und Kino Österreich hat sich natürlich auch eine attraktive Beifahrerin gesucht. Auf dem Reitplatz in Kühnheide erwarteten schon tausende Besucher den Festumzug und freuten sich auf ein hochkarätiges Schauprogramm der Pferdefreunde. Der 29. Erzgebirgische Pferdetag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Pferdefreunde aus dem obererzgebirgischen PZV Ehrenfriedersdorf e.V. und dem Zwönitzer Pferdezucht- und Sportverein e.V. 12 Schaubilder waren liebevoll vorbereitet und einstudiert, darunter Themen wie Hopfen und Malz, Gott erhalts, ein Reiterspiel, das Hindernisfahren der Kaltblüter und die Post im Wandel der Zeit. Doch ein Gewitter zog sich über Zwönitz zusammen und entlud sich mit Blitz, Donner und reichlich Regen über dem Festgelände. Die Veranstalter mussten das Schauprogramm abbrechen. Zurück in Zwönitz. Ist Erntedank, dürfen besondere Exponate nicht fehlen. Solche hatte Heiko Kretschmar aus dem Ortsteil Brünnlos mitgebracht. Denn seine Initialen stehen auch für Produkte aus ganz edlen Hölzern. Wir sind also von Anfang an dabei und jedes Jahr bei jeder Wettercup-Jule hier haben wir unseren Stand. Und jetzt bei herrlichem Herbstwetter eben wieder. Ne? Wir befassen uns eben mit ganz normaler Möbeltischlerei, ganz individuell. Und ich habe wieder ein paar Sachen aus meiner Ausstellung in Brünnlos hier mitgebracht, die mal ein paar Besonderheiten zeigen. Ein paar besondere Hölzer, was meine Leidenschaft eigentlich ist. Besondere Hölzer und daraus manchmal verrückte, besondere Sachen zu bauen. Ne? Wie man hier eben sieht, haben wir uns dem Thema Weinfass jetzt mal zugewandt. Das Weinfass besteht aus Fassdauben. Das sind die Bretter, aus denen das Weinfass besteht. Und daraus kann man eben auch mit ein bisschen Kreativität interessante Sachen machen. Hier ist ein Stuhl entstanden aus diesen Fassdauben. Es wird noch einen Tisch geben, ne, den werde ich in nächster Zeit bauen. Hier haben wir verschiedene Altholzgeschichten, einen Leuchter aus Altholz. Hier haben wir was Kurioses, eine Baumscheibe von der Mooreiche, 15.000 Jahre alt. Solche Dinge sind eben, sagen wir mal, die Rosinen im Handwerk, ne, die Besonderheiten, die exklusiven Einzelstücke, die daraus eben entstehen. Das Holz ist schließlich auch irgendwann mal gewachsen und wurde dann geerntet.
Doch Heiko Kretschmer war diesmal weniger umringt von Händlerkollegen als noch vor Jahren. Auch viele Besucher haben in diesem Jahr die liebgewonnenen Direktvermarkter schmerzlich vermisst. Eingeladen waren sie alle und nein, auch die Standgebühren wurden nicht erhöht. Allerdings sind 2 Jahre Pandemie an der Berufsgruppe der Markthändler nicht spurlos vorbeigegangen. Viele haben sich neue Wirkungsstätten gesucht und für in Rente gegangene Händler gibt es kaum Ersatz. Natürlich wünschen sich auch die Veranstalter in den nächsten Jahren wieder mehr Direktvermarkter. Bewerbungen dafür können jederzeit im Rathaus eingereicht werden. Erntedankfest und Pferdetag in Zwönitz locken wirklich viele Besucher aus nah und fern in die erzgebirgische Kleinstadt. Auch ein solches Zwönitzer Großereignis ist Lichtmess. Am 2. Februar ist es immer gut möglich, dass wir auch 2023 davon berichten. Jetzt berichten wir aber erst nochmal mit Bildern des Monats Oktober im Rückblick. Anfang Oktober wird das Lauterer Fugelbeerfest gefeiert. Das hat Tradition. Neu war in diesem Jahr eine Wette. Männer- oder Frauenchor? Welcher Chor hat mehr Mitglieder? Sieg für die Herren. 77 Frauen hatten sich vor der Bühne eingefunden und 94 Männer. Zur Wette gehörte, dass das beliebte Fugelbeerbarmlied gesungen wird. Das geschah dann mit Begleitung der Original-Erzgebirgsmusikanten. Im Rahmen der Museumsnacht im Städtebund Silberberg wurde das Motto für die 10. Ausrichtung des Schwarzenberger Kunstpreises Art Figura im Jahr 2023 bekannt gegeben. Ins Schwarze lautet das Thema. Bis 27. Januar 2023 können Bewerbungen in Schwarzenberg eingereicht werden. Das Bergmannsblasorchester Auerbad Schlema durfte zum Feiertag am 3. Oktober vor dem Sächsischen Landtag in Dresden spielen. Zum Tag der Deutschen Einheit gab es den Tag der offenen Tür im Sächsischen Landtag. Und weil Auerbad Schlema 2023 Gastgeberstadt für den Tag der Sachsen ist, zog eine Delegation aus der Erzgebirgsstadt bei der Öffnung des Parlamentsgebäudes gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rösler in den Plenarsaal ein. Dort wurde dann der Staffelstab für den Tag der Sachsen an die große Kreisstadt Auerbad Schlema offiziell überreicht. Am Wochenende darauf gab es für die Erzgebirgsstadt in Torgau den nächsten Staffelstab. Auerbad Schlema ist Ausrichterstadt der nächsten Landesgartenschau im Jahr 2026. Bei der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Landesgartenschau wurde symbolisch der Staffelstab an den Oberbürgermeister von Auerbad Schlema, Heinrich Kohl, weitergereicht. Am Freitag, dem 7. Oktober, waren die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs um die schönste Kleingartenanlage im Erzgebirgskreis im Konferenzsaal des Landratsamtes Erzgebirgskreis zu Gast. Die Gewinner wurden von Landrat Rico Anton mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet, die sie für ihre weitere Arbeit verwenden können. Der Hauptpreis ging an die Hausgartenanlage am Dänelgut in Schwarzenberg. Landrat Anton, der sich im August selbst ein Bild von den teilnehmenden Anlagen gemacht hatte, würdigte im Rahmen der Veranstaltung das Engagement der zahlreichen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner im Landkreis. In Aue wird in den nächsten Jahren ein zentraler Platz auf den Kopf gestellt. Die rund 5000 Quadratmeter große Brachfläche am Auer Fußballstadion und dem Autobahnzubringer soll zu einem attraktiven Areal mit einer modernen Bankfiliale und großzügigen Parkmöglichkeiten umgestaltet werden. Am 10. Oktober erfolgte die offizielle Aufstellung der Baubeschilderung durch Vertreter der Stadt und der Volksbank Chemnitz. Thank you.
Das Trommelensemble der Kreismusikschule war am Abend des 14. Oktober in Stolberg weithin zu vernehmen. Es trommelte für die Innenstadt. Die Werbetrommel hatte zuvor schon die Stolberger Stadtverwaltung gerührt. Anlass ist der Leerstand bei den Geschäften. 15 leerstehende Geschäfte wurden mit Hilfe eines zweitägigen Event-Defibrillators Mitte Oktober wieder zum Leben erweckt, umgewandelt zu Konzerträumen, Ausstellungsflächen, Experimentierfeldern, Handelsorten und Treffpunkten. Nach langer Zeit der Corona-Krise hat es wieder eine Taufe der Erstsemesterstudierenden an der Hochschule der angewandten Kunst Schneeberg gegeben. An der Veranstaltung am Abend des 20. Oktober hat auch Bürgermeister Ingo Seifert teilgenommen. In Manier eines Zirkusdirektors hieß er die neuen Schneeberger in seiner Stadt willkommen. Eine kleine Pumptrack, eine Bahn mit Wellen und Kurven für Mountainbiker, steht seit kurzem in Thalheim im ehemaligen Erzgebirgsbadgelände. Bei einem Pressetermin wurde die Anlage am 22. Oktober als ein Wunschprojekt Thalheimer Jugendlicher vorgestellt. Die Erzgebirgssparkasse hat unter ihrem Dach eine weithin bekannte, beachtliche sparkassenhistorische Sammlung. Die hat mit ihren Schätzen in Schwarzenberg einen repräsentativen Platz gefunden. Die Ausstellung dazu wurde am 28. Oktober offiziell eröffnet. Soweit die Rückschau auf den Oktober. 2 Monate bleiben mit November und Dezember rückblickend auf das Jahr 2022 noch übrig. Da die noch relativ frisch in Erinnerung sind, werden wir daraus keinen eigenen 6. Teil als Bergzeit-Sondersendung machen. Ab morgen gibt es wieder neue Nachrichten. Den November 2022 gibt es am Dienstag obendrauf und den Dezember dann am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns auch in diesem neuen Jahr regelmäßig. Bis morgen also. Glück auf! Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich schütze mich, weil ich es Corona zeigen will. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de